Willkommen zurück bei Far Cry 4, willkommen zurück in Kyrat, nachdem wir da letztes Mal da nur zum Selbstmord verholfen haben. Ja, die Leute da haben ja gesagt, oh, es war Selbstmord gewesen. Finde ich super. Ja, sie da. Sie haben wir eliminiert. Und jetzt. Ja, weiß nicht so recht, was soll ich jetzt als nächstes machen? Also, wir wollen uns hier wieder mal. Rote Pflänzli denn? Kann nicht schaden. Und blaue Pflänzli könnten eigentlich auch nicht schaden. Wenn wir noch vorher irgendwo da unten sehen. Oh, was ist das jetzt die blaue Pflänzli? Weiß nicht, wenn es da einfach da über. Aber. Mal, das war gut. Einfach da über Aber gehen. Und wir können da auch wieder von Wildtieren angefallen werden. Ui. Ich hab den steilsten Abhang abgepumpt. Oh. What? Eliminiert die Geiseln. Ein Laptop? Ah, es kommt um. Oh. Warum auch nicht? Hält man mal so dabei, wenn man. Ein Kriegzeug. Aber die Geiseln sind noch tot. Ja. Offensichtlich. Aber ich bin ja da jetzt einfach nicht mehr dazugekommen. Also. Ich habe schon gerade mal gar nichts dafür, dass das passiert ist. Ja, da haben wir noch ein Handy. Das ist natürlich auch noch ein Wasser. Ich gehe wieder weg da. Noch eins bis zur nächsten Belohnung. So, ist das so die blaue Pflanze? Das war blaue Pflanze. Ja, blaues Blatt, blaues Blatt. Ist auch blau? Ja, das ist auch blau. Nehmen wir mit. Aber nicht mehr blau. Ich weiß auch gar nicht, was wir das nächste Mal machen. Das wäre vielleicht auch mal nicht schlecht, um das abchecken. Y-Mission. Das ist eine Festung. Die will ich jetzt aber nicht unbedingt reinnehmen. Ja. Keine Missionen? Was ist das? Bewaffnete Eskorte. Außenpostenmeister ist ja uninteressant. Das wäre ein Außenposten, der relativ in der Nähe liegen würde. Jesus Gott, die Karte ist ja noch riesig da oben. Nochmal eine Festung. Das wäre auch noch ein Außenposten. Der wäre noch leicht, aber da wo wir jetzt sind, müssen wir mal reden da. Müssen wir mal um den kümmern. Ah, da hinten raucht sie. Irgendwie. Ein Boot oder so irgendwas? Doch, jetzt. Ein Bötchen, jetzt haben wir irgendwo eine Kiste. Die leuchtet trotzdem auch. Ein Bötchen. Mit dem Bötchen fahren wir übers Wasser.
Ja, ja, nein, jetzt sehen wir nicht. Nein. Das meinen wir nur, dass ihr mich seht. Oder liegt er am Wasser? Und wenn er da mal so an Land anlocken. Ich muss das Ganze mal aus der Stadt anschauen. Dann jetzt eigentlich da viel von dieser Jagdspritze. Müsste dann eigentlich alle sehen. Da drinnen. Und warte. Kann man das irgendwie ausprobieren? Oder das ist ein Elefant. Können wir den Elefant die Arbeit übernehmen lassen? Können wir das überhaupt? Vielleicht müssen wir da zuerst noch den dort hinten ausschalten. Ach du Scheiße. Ja, was Mörser haben sie auch noch? Ja, bravo. So, da soll ich den nochmal. Ja, genau! Halli, hallo! Verarschen! Oh, es kommt auch noch Verstärkung. Sind in einer halben Minute da. Die fackeln auch mal den ganzen Berg ab. Wir kommen von der Straße. Mal sehen. Ui. Ich bin jetzt wieder hochgekommen, aber leid. Ich habe keinen Sniper-Schuss mehr. Bock haben zum rauskommen. Ich weiß, du bist hier, Galle! Das ist aber sehr viel. Ach du Kacke. Nein, wir haben noch nicht gesehen. Also kann er Schützenhilfe werfen. Dann lassen wir die mal ein bisschen da für mich arbeiten. Ne?
bräuchtest Hilfe? Götter! Ich laufe! Verstanden! Oh, Außenposten ist schon befreit. Die Leute haben mir fast sehr gut geholfen. Jetzt habe ich noch einen Elefanten hier und noch ein bisschen aufräumen. Den Elefanten können wir aber trotzdem nehmen. Natürlich. Wo? Wo ist ein Tiger? So, jetzt sind wir aber mal wundern, was das ist da. Was ist das? Was? Kairot Fashion Week. Besorgt die Haut von Karkadan, den seltenen Nashorn. Ah, nein, nein. Doch mit sowas aus. Da, wo gehen wir überhaupt hin? Ah, mal auf die Karte schauen. Was ist das? Bombenentschärfung. Ja. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Mal schnell reisen zu dem Ort. Und dann dort den Außenposten noch schnell rein. Dann haben wir in dem Part zwei Außenposten eingenommen. Mal schnell einen Schluck trinken. So, dann können wir da unsere Munition noch auffüllen. Ja, Leuchtpistole. Warte, was können wir denn da noch schönes verkaufen? Dosenöffner. Handy, Spielkarte, Latexhändchen, Kondom, Unterhemd, Konservendose, nochmal eine Konservendose. Ja, können wir auch die beiden. Dann haben wir noch eine Reversnadel, Opiumkugel, hypodermische Nadel, Plastiktiger. Reversnadel, Anti-Baby-Pille, Shangri-Lager. Ah, das behalten wir mal. Bibel, ja, die können wir doch auch verkaufen. Nähzeug. Was? Ah, die sind auch zu verkaufen, gut. Haut ein Sumpfkrokodil ist auch verkaufen, okay. Und ich sehe gerade, wir werden bald wieder das Upgrade. So, ja, Außenpostenmeister ist klar. Nein, aber ich würde ganz gern den da rein. Ja, das ist schön, aber ich möchte jetzt gerne da hindern. Ah, automatische Fahrhilfe eingeschaltet. Los, kann ich! Ja, schießen wir gleich auf mich. Was fällt denen eigentlich ein? Hallo! Kann ich selber fahren? Hier ist Pagan mit unerfreulichen Neuigkeiten. Trotz meiner Warnung. Dass solche Taten zu Vergeltungsmaßnahmen führen, werden die Angriffe auf die Außenposten fortgesetzt. Hättet alle Rebellen, die ihr seht! Da, dahinter. Meint ihr eigentlich, wer sie sind? Oh, Elefant. Elefant. Kann ich?
dachte ich mir. Wir wissen schon, dass ich Homer. Schaffen wir schon. Granate raus! Ja. Ach du Kacke. Die hier ist für dich! Weiterschießen! Ja. Nicht nachlassen! Tu das nicht, Mann! Doch, ich tu das. Ihr habt Lynn verraten! Ja, ja. Ich bin komm schon! Komm schon! Nicht, dass ich mich auf die Strecke wieder grabe. Das schaffen wir! Da vor allem, das sieht der Name. Ja, viel jetzt nimm. Ich hab ihn! Ich hab ihn gefunden! Sorry, Dumbo. Stück Fleisch. Hätten wir erledigt. Aus der Posten Nummer 9. Es war nicht so, wie ich es eigentlich geplant habe. Ich wollte eigentlich schön da jetzt mit dem Elefant reintrampeln. Aber nachher habe ich nicht gecheckt, dass ich das Rackrohr ausgerüstet habe. Ja, und dann. Der Rest der Geschichte ist bekannt. Tut mir leid. Tut mir leid, Dumbo. Oh. Außer Posten heißt es. Je eher wir zuschlagen, desto besser. Je länger wir warten, desto schlechter. Aber ich habe keine Männer. Das verstehe ich noch. Ja, aber ich würde sagen, das wäre es für den Part. Was haben wir da? Ah, mit Fashion. Was haben wir da? Benzin. Ja, die fertige Sache erledigen wir sicher auch noch.
Alter, mal ein bisschen durchsuchen, ob sie noch etwas haben. Ja, Heroin-Dosis. Wunderbar. Hä? Können wir brauchen? Nein. Ja. Also ich würde sagen, das wäre es jetzt wieder gewesen für den Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen gegenüber da. Ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder mit dabei. Und bis dahin. Tschüss.